Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor! Gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht. Gib's zu. Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf. Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. What? Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Wie fern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt, du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Freedom Pulse. Verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? What? Besiege den Kyle mit... Ja, okay. Vielleicht hätte der Bild nochmal tauschen können. Ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht! Bullshit! Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle! Okay, der Kuhn kämpft vor alleine? Ja! Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck! Ich kann es nicht verhindern. Auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf! Das ist grausam! Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein! Okay, mach den Laser. Ich glaube, das ist der finale Kampf, deswegen mache ich jetzt mal keinen Folgen-Cut, sondern das finale ziehen wir einfach durch. So. Hey, ich kann sogar direkt den Kuhn angreifen. So, Position tauschen. Hey, ich mache überhaupt nichts. Weißt du, was ist unser Kampfziel eben? Jetzt bist du dran, Arschlord. Wer soll's sein? Ich oder der Kuhn? Ja, bei mir ist ganz klar, ich taunte einfach erstmal. Und falls es jetzt wirklich noch länger dauert, das ist 20 Minuten, dann setze ich zu Beginn des Kampfes einen Cut. Das ist zu viel Druck, das pack ich nicht! Ja, du triffst halt beide, ist doch easy, oder? Von mir ab und klebt am Kuhn. Mhm. Hey, du Dreckskerl! Aber er ist trotzdem geschockt. Dran. Gegen wen kämpfst du, Freedom Pal? Müssen wir das jetzt wirklich tun, Kyle? Ich bin das nicht! Ich könnte dann auch direkt auf den Kuhn gehen, oder halt... Ich gehe trotzdem auf ihn, um ihm den Effekt drauf zu setzen. Tut mir leid, Kyle, aber das ist deine Schuld. Oh, das wird wehtun, Kuhn. Das ist super schräg. Was ist mit dir, Freedom Pal? Wer von uns ist der wahre Schurke? Das ist voll die üble Zwickmühle. Ja, okay, da ich keine andere Möglichkeit habe, gehe eher auf den Kuhn. Mach Platz für Diabetes! Dein Schmerz bereitet mir keine Freude, Kuhn. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Er hat nur zwei Abilities, der Kuhn eben. Ja, der Schock hat doch nicht Kyle getroffen. What? Hör mit dem falschen Spieler auf. Warum kann ich sowas? Das ist mies. Ich bin dafür. Mitch macht das alles. Oh, da taunten wir mal hinter. Mutter, chill. Stimmt, ich hatte ihn doch getauntet. Warum hat er mich nicht angegriffen? Ich verlasse mich auf dich. So, wir müssen ja zuerst den Kuhn besiegen, bevor wir... Keil besiegen. Halt genau in die Karten. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Ist halt leider so. Aber hat er Statuseffekte bekommen? Eigentlich, oder? Stopp. Gehst mal hier hin. 44.
Verdammt. Reicht halt nicht, oder? Es reicht halt nicht. Ist zu lange nicht dran. Wendy macht ihn halt weg. Bin ich schon dran? Ich versuche trotzdem nochmal Schock auf ihn zu bringen. So sorry, das tut mir echt leid. Oh, das wird wehtun, Kuhn. Du schummelst, du Arsch. Tu ich nicht, so sind die Regeln. Hat jetzt Kuhn den Schock? Nee. Also Wendy stellt sich trotzdem mal unter ihn. Und geht jetzt auf den Kuhn. Hier, ein echter Schock. Wendy mag Karten, nee, nicht, also von dem her. Ich hab's fair aufgeteilt. Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. What? Gott, verfick nochmal. Sind das beide Mitch Connor? Und jetzt? Okay. Ich glaub ja nicht, was du für ein Wichser bist, Kyle. Attacke! Au! Okay, das Schild ist auch ein Attack-Move jetzt. Das hat nicht gezählt. What? Gott verdammt, Cartman, jetzt hör schon auf! Nein, Twig! Ich bin durchgenudelt. Schade, dass es so weit gekommen ist, aber die Den muss er machen. Den muss der wieder. Da muss die Todeswelle. Okay, ich hab die ganze. Ich hab's immer falsch genannt, egal. Mörderschuss-Kombo. Ah, der musste sein. Das war einfach zu insane viel Damage. Was? Hat ich euch beide getroffen? Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schaden zum Lenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Wie plus 1400? What? Davon erholt man sich nicht so schnell. Rückstoß-Kombo. Er ist raus. Kalt. Hey, kämpft gegeneinander, nicht gegen mich. Kuhn hat auch 640 Leben. Ich könnte natürlich jetzt Kite auch zerlegen mit Knockback, dann ist er. Ja, komm, wir machen mal Kite down. Mal schauen, was passiert. Au, das gibt gar nicht. Nein, nicht ganz. Verdammt. Aber er ist angewidert. Das hat nicht gezählt. Und eine Bewegungseinschränkung. Wollt ihr mich nicht hart trollen? Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl. Ja. Alter, dafür kriegst du aber eine auf den Sack. Wie? Ach, sowas Lames zählt nicht. Wie zählt nicht? Du brennst jetzt. Er cheatet einfach. Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Ja, dann gehen wir mal auf Cartman los ein bisschen. Ah! Au. Nächstes Mal zieh nicht so fest. Mir ist auch verlangsamt. Das ist gut. Vorsicht. Ah! So, jetzt können wir wieder ulten. Ist gut. Zeig ihnen, was du drauf hast. Alter, wir müssen eigentlich. Wenn ich mich schilde. Geht an den Brandschaden noch, ist die Frage. Die Kräfte des Chaos lächeln mir zu. Ja! Brandschaden verhindert. Nice. Also Wendy. Hier ist Callgirl. Ja, sie kommt halt nicht ran, verdammt. Aber auf Cartman erstmal. Was? Das reicht nicht, um mich auszuschalten. Dann ist er auch fast down. Er ist auch verlangt, aber trotzdem genug Bewegung. Diabetes ist kampfbereit. Jo, dann wird Cartman schon mal down. Das machen wir doch. Jetzt bin ich aggro. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ach, der kommt von ihm auch, zählt nicht.
Nee. Willkommen im Auge des Sturms. Wunderarsch ist was? Arsch. Was? Halt! So einfach geht das nicht, Freedom Pearls. Langsam wird's total behindert. Finde ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Mach ich doch! Oh. Moment, was ist das Superhegel vom Moment. Timmy? Timmy sagt, nicht schummeln, los! Aus dem Weg, Kuhn-Freunde, Daddy ist da. Hä? Aber ich bin ja immer noch da. Hä? Hä? Der will was von mir. Ich kann mich heilen, ihn nicht. Mein Beleber könnte ich ihn es beleben. Wenn ich ihn belebe, kann ich auch denken. Ja, das machen wir. Wir holen uns mal unser Team zurück. Ich hätte das sicher auch gemacht. Auch wenn Timothy das eigentlich gemacht hat, als wir aufgestanden sind wieder, aber... Ich will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen. Das ist die ultimative Aktion von einem coolen Typen. So ein Wunderarsch geheilt wird, ja. Und dann können wir auch wieder... skippen. Jetzt setzt's was. So, dann werden wir wieder geheilt, also wirklich. Gute Gaia. Mutter Natur. Cool. So, Leute, jetzt ist es doch ein fairer Kampf. Oh, schade. Dann kann ich hier hinstellen. Okay, er ist eh down. Ja, nicht. Ja, dann machen wir jetzt Keil weg. Du bist nicht mal gut genug, um ein Fake zu sein. Cartman, das ist deine Schuld. Jetzt Nein, cool. Sekundärwunder aus Lebensform entdeckt. Bam. Genau so macht ein Superheld. Callgirl ist dran, ihr Hater. So. Ja, nee, eigentlich macht sie das. Ah, Tweak ist das nächste dran. Ah, Tweak friert ihn eh ein. Ja, egal. Einfach Damage drückt sie. Ja, zeig uns die Gefahren der sozialen Medien. So, du freest ihn noch. Reicht schon zu zerlegen? Ja, mit Verteidigungsbewegung hätte es aber auch nicht gereicht, die beiden. Doch, reicht. Nice. Gewonnen gegen beide Mitch Connors. Drehen eines Connors. 250 Stück Theaterschminke. Mal 250. Juhu, Level 12. Bringt mir gar nichts, aber egal. Oh, Alter, es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Hör du damit auf, Fettarsch. Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter, Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde... Dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich es ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich habe euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Gerade mir macht es doch nicht, oder? Zwei, drei. Ich habe euch verarscht. Hereingelegt. Du Arschloch. Schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor... Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor! Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor? Ich schwöre feierlich. Halt! Halt, stopp! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln! Damit das Kuhn-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise!
Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Kuhn bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser. Milchkanner reitet auf einem fetten Waschbären. Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Oh, muss ich jetzt suchen, wo es ist? Da ist es. Lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Jo, hochladen. Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß! Ich will das hören! Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom? Was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow. Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Cool. Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, dann bring ich um. Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute. Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol. Ja! Okay. Ja, wie geil. Kommt da jetzt noch was? Gibt's noch eine Additional Scene? Ah, wie geil der Schuss. Oh mein Gott, ich hatte den schon komplett wieder vergessen. Ja, ist ja schon einige Jahre her, da ich das letzte Mal gespielt habe. War mega, mega dieses Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, ist so geil. Auch wenn es nicht mehr so was Neues ist, aber. Einfach geil. Zum Überspringen B gedrückt halten. Ja, ich werde jetzt hier kein ewiges Review machen. Ich meine, beim anderen Spiel habe ich gerade das komplett durchlaufen lassen. Nee, mache ich jetzt nicht. Aber einfach zu geil. Zu geil, die ganze Auflösung und alles. Ich weiß, hat jetzt unser Ich aus der Vergangenheit immer noch die Furzkräfte oder nicht? Und ich weiß gar nicht, wie das gleich ausschaut. Mit DLCs und so. Die wird es aber dann das nächste Mal geben. Super geil das Spiel, echt toll. Finale ist durch, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durch. Ich weiß gar nicht, welcher Folge wir sind, 70 oder so. Ja, aber tun wir mal überspringen. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Hey, wir sind Guppi. Du bist das Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Hey. Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Yay. Unsere Eltern vertragen sich jetzt. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Okay. Du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen. Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt.
geil! Oh, wie geil! Oh, Chaos! Oh, oh Scheiße! Oh. Oh, fuck! Oh, so geil einfach nur, so geil! Mega! Jo! Damit stehen wir hier am South Park Bushalte und hier. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ach echt, oder? Jo! Und hier ist die DLC-Bushalte. Und ich würde sagen, die schauen wir uns das nächste Mal an. Finale ist durch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Leute, was die Story jetzt durchgeschaut haben mit mir, schauen sie die DLCs dann auch noch bei mir an. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein. Servus.